Naja, wenn man es ganz einfach ausdrücken will, ist Marke zunächst erstmal ein Bild, das in den Köpfen entstehen soll für potenzielle Gäste, für Besucher, die schon da sind, aber auch für Einheimische. Wir sind ja bei der TMB für die Positionierung des Reiselandes verantwortlich und haben die Marke zusammen mit unseren Partnern 2013, 2014 entwickelt, so wie sie heute ist. Und Ziel der Marke war damals und wird auch für die Weiterentwicklung sein, im Wettbewerb, der ja teilweise auch immer härter wird, klarer und deutlicher wahrgenommen zu werden. Und Marke kann einfach dabei helfen, nach innen eine Positionierung zu vereinfachen, Orientierung zu geben, aber letztendlich mit Vorgaben, die sie macht, auch Qualität und eine Entwicklung zu befördern und zu verbessern. Und um nochmal zu dem Bild zu kommen, das man kreiert mit der Marke, das bedeutet auch, dass man mit dieser Marke ein Versprechen abgibt. Und wenn man Versprechen abgibt, sollte man es möglichst auch halten, damit das Bild, das man nach außen zeigt, dann auch, wenn man vor Ort ist, der Wahrheit entspricht. Und deswegen hat Marke nach innen gerichtet auch die Aufgabe, dieses Bild ins Echte zu übersetzen. Was hat das bisher gebracht? Ja, innen war schon das richtige Stichwort. Also das heißt ja so schön, Marken wachsen von innen nach außen. Das heißt, die Marke wirkt erstmal nach innen. Das heißt, man muss erstmal gucken, welche Brandenburg-Erlebnisse befördern sozusagen das Brandenburg-Erlebnis. Man schaut sich um, welche Unternehmen machen das schon hervorragend und ja, sind vielleicht Vorbild für eventuelle Nachahmer. Leute, die dann auch Mut ergreifen und ihr Angebot weiterentwickeln, also das auf jeden Fall. Aber wir haben natürlich auch Marktforschung, die uns gezeigt hat in den letzten Jahren, dass zum Beispiel das Bild von Brandenburg sich verändert hat, so Stück für Stück. Also Brandenburg wird viel mehr mit Natur, mit Wasser, also mit Seen und Flusslandschaften mit wunderbaren verknüpft, als es noch damals der Fall war, als die Marke entwickelt wurde. Wir wissen aber auch, dass Brandenburg, sag ich mal, ein sympathischeres Reiseziel geworden ist und auch für längere Urlaubsaufenthalte durchaus gern in Anspruch genommen wird. Und das sind schon, sag ich mal, Erfolge, die wir mit der Markenentwicklung die letzten Jahre hatten, aber da ist natürlich noch Luft nach oben. Warum soll die bisherige Marke Brandenburg weiterentwickelt werden? Die Reise der jetzigen Marke hat vor 9 Jahren begonnen. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Und in dieser Zeit haben sich viele Dinge weiterentwickelt, haben sich verändert. Die Marke hat ja im Rahmen ihrer Funktion dafür gesorgt, dass Brandenburg-Erlebnisse mit entstehen können, hat auch an der Entwicklung mitgewirkt, war dafür mitverantwortlich, wie Reiseregionen ihr Profil geschärft und verändert haben oder haben sogar Markenprozesse wie hier in Potsdam mit begleitet. Und man kann das eigentlich in 3 großen Gründen zusammenfassen. Das erste ist, wir kommen gerade aus einer sehr großen Krise. Diese Krise hat sehr viele Veränderungen mit sich gebracht und wir wollen mit dieser neuen, kraftvolleren, sichtbaren, auch mutigeren Marke jetzt diesen Schwung, den wir brauchen, nehmen. Das zweite ist, dass auch Brandenburg-Erlebnisse, touristische Produkte sich verändert haben. Na klar, gibt es immer noch das klassische Tourismusprodukt, aber es gibt auch viel mehr. Erlebnisse auf dem Wasser, und Wasser gehört ja zu unseren Kernerlebniswelten, sehen heute anders aus als noch vor 9 Jahren. Unterkunftsarten haben sich verändert. Es sind Gastronomen und Anbieter auf den Markt gekommen, die total weiterentwickelte und neue Erlebnisse und Angebote geschaffen haben. Digitale Welten kamen hinzu. Nachhaltigkeit spielt heute eine größere Rolle. Und da muss die neue Marke auf jeden Fall einzahlen. Und dann ein dritter wichtiger Grund ist, dass Tourismus heute auch Einfluss auf den Lebensraum hat und damit nicht nur auf Gäste, sondern auch auf Einwohner. Und da kann eine Marke sehr viel tun, also Orientierung für die alle geben, die diesen Lebensraum mitgestalten und natürlich nach außen ja, für eine Destination werben und Attraktivität zeigen. Und diese 3 Gründe sind für uns auf jeden Fall ja, Grund genug, jetzt damit zu starten und die Marke weiterzuentwickeln. Nicht fundamental, aber auf jeden Fall behutsam, denn ja, die Veränderungen machen das notwendig. Wie genau läuft denn der Prozess ab und was ist das Ziel? Wir haben also eindeutig das erklärte Ziel, die jetzige Marke, so wie sie ist, so wie sie 2013 entstand, viel, viel einfacher und anwendbarer zu machen. Und wir sind natürlich auf der Suche nach der prägnantesten Idee, die Brandenburg gut transportieren kann und dass es auch einfach zu verstehen ist. Wir haben erstmal angefangen mit TMB-internen Formaten, dem sogenannten Markenlabor, und haben da laboriert und experimentiert und haben das zusammen mit einigen Reiseregionen auch gemacht, um mal zu gucken, wie ist so die, sag ich mal, die Persönlichkeit Brandenburgs, so die Innensicht,
Aber auch, was gibt es im Markenmanagement zu beachten, haben dann sozusagen in diesem Jahr den Kreis geöffnet und uns mit Experten beraten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, an welchen Stellen muss die Marke weiterentwickelt und verändert werden. Und gerade hinter uns liegen die sogenannten Fokusgruppen. Wir haben verschiedene Akteure aus ganz Brandenburg zusammengeholt, die im Tourismus tätig sind. Also von einem Gastronomen, der in der vierten Generation schon Restaurant und Hotel führt, bis hin zu neuen Brandenburgern, die Coworking Spaces und so weiter hier eröffnen. Und haben uns da ja, mal mitgeben lassen, was die Gäste über Brandenburg sagen und wie aus ihrer Sicht Brandenburg aussieht. Also auch in Bezug zum Wettbewerb zu anderen Bundesländern. Und das werden wir jetzt weiter vereinfachen, um dann später die weiterentwickelte Marke auch zu visualisieren. Und was passiert dann? Wir haben ja schon einen großen Werkzeugkoffer gepackt für die Marke Brandenburg. Also ob Infografiken oder Steckbriefe für unsere Zielgruppen. Und danach müssen wir natürlich unseren Werkzeugkoffer wieder ein bisschen aufräumen und neu schmürgeln, weil alles, was da in der Markentheorie da ist, muss ja natürlich auch anwendbar sein. Und wir werden dann unseren Markenwerkzeugkoffer im Prinzip weiter anpassen. Was haben Marke und Tourismusstrategie Brandenburg miteinander zu tun? Beide Strategien beziehen sich auf dieselben Werte und auf denselben Kern. Das ist im Prinzip, worum es jetzt geht, und deswegen ist es super, dass das zeitgleich passiert. Die Hoffnung ist natürlich, also eine Tourismusstrategie, die hat ja auch viele Felder, die man weiter bearbeiten muss und so weiter. Und eigentlich ist es Aufgabe der Tourismusstrategie, sozusagen den guten Nährboden für die Weiterentwicklung von Brandenburg zu schaffen und damit auch den Fokus der Marke zu nutzen, um sich genau darauf zu konzentrieren. Und wir hoffen uns natürlich schon, dass so eine Tourismusstrategie des Landes und eine emotionalere Markenstrategie, dass hier im Prinzip eins und eins nicht nur zwei ist, sondern noch viel mehr. Ja? Fünf mindestens.